Hallo zusammen, hier ist euer Jörg, euer Taschen- und Stativfreak, wobei ich heute vielleicht eher sagen sollte, euer Gurtfreak. Nach meinem Video und meinem Beitrag von gestern zu dem Oberwert Mosel, Gurt, den ich euch in meinem Video gestern oder vorgestern vorgestellt habe, habe ich einige Mails, einige Kommentare, einige Anfragen bekommen. Ja, ich bin sogar angerufen worden. Tatsächlich steht in meinem Impressum eine Telefonnummer, aber ihr Lieben, bitte lasst das. Mail, WhatsApp und so weiter ist echt okay, anrufen muss nicht sein. Auf jeden Fall war die Bitte, Jörg, gibt es den perfekten Kameragurt? Wir glauben, du hast schon viel gesehen oder getestet. Kannst du uns mal ein bisschen was dazu sagen? Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, kann ich das. Ich gehe fest davon aus, dass meine Mutter und mein Vater mich beide enterben werden, wenn sie sehen, was hier so alles auf dem Tisch rumliegt. Aber ich möchte euch ein bisschen was zu den verschiedenen Gurten sagen. Ich versuche mich kurz zu halten dieses Mal, damit es kurzfristig oder kurz und nicht langweilig wird für euch. Ihr Lieben, fangen wir an. Es gibt Gurte, Kameragurte, in denen man sich seine URL einsticken lassen kann. Ganz normale Stoffgurte, eher schwache Qualität, aber natürlich sehr individuell. Interessieren uns heute aber nicht. Es gibt diverse Handschlaufen. Ich bin gefragt worden, Jörg, was empfiehlst du für eine kompakte Kamera? In der Tat empfehle ich für eine kompakte, also zum Beispiel die Leica C, die jetzt bei mir unter der Decke geschraubt, gerade dieses Video filmt, empfehle ich sowas. Kurze Stoffschlaufen, wie sie mitgeliefert werden. Sony hat, glaube ich, hier liegt noch eine schwarze. Sony liefert sowas mit. Steht auch irgendwo klein Sony drauf. Die sind robust, die halten was aus. Für eine kompakte Kamera, das trägt nicht auf, das ist in der Tasche schnell versteckt. Eine feine Sache. Interessieren uns heute aber weniger. Die gibt's von Siesta. Design Straps zum Beispiel liefern ganz schicke Sachen. Die könnt ihr euch dort angucken. In den verschiedensten Versionen. Passt mir ein bisschen auf, wenn ihr Zeug aus China bestellt. Diese klassische 3,99 € China-Schlaufe, die hier hinten lediglich eingeklebt ist, die bei einem leichten Reißen auch gerne mal oder bei einem Ruck von der Kamera gerne mal sich löst. Passt mir da auf. China-Zeug immer mit Vorsicht genießen. Wer es schön bunt mag, mal ein Gurt von meiner Frau, Neoprengurt. Der ist von Emo oder so ähnlich heißt die Firma, Neoprengurt. Schön bunt bedruckt, Lederenden, hat einen Vorteil. Er hat Schnellverschlüsse, die man miteinander verbinden kann. Das heißt, die Enden, die an der Kamera bleiben, ihr seht es vielleicht hier unten im Video, die kann man kurz machen. Man kann den Gurt wieder dran klipsen. Auch eine feine Geschichte, wer es halt ein bisschen bunter mag, für die wilden Kerle unter uns oder für die Fotografinnen, die mir hoffentlich auch zuschauen. Design Straps hat eine unglaubliche Auswahl. Schaut euch das mal an. Übrigens werfe ich die nicht in den Mülleimer neben meinem Tisch, sondern ich habe hier eine große Plastikkiste liegen, wo alle meine Gurte reinkommen. Kommen wir zu den anderen Sachen. Handgemacht. Habt ihr vielleicht letztes Jahr in meinem Blog gesehen, Segeltau, 6 mm Segeltau, gekauft, gut miteinander vernäht, Lederschutz dran, Schlüsselringe, die man an die Kamera machen kann, sehr, sehr leicht, individuell auf die jeweilige Länge zu spannen. Das sind hier, glaube ich, 150 cm, bin ein großer und breiter Kerl. Also das eine Variante, die sehr, sehr günstig ist. Schlüsselringe gibt es sehr günstig. Lederenden kann man sich selbst zuschneiden oder von anderen alten Gurten nehmen und den passenden Gurt dazu, wie man es mag. Eine feine, sehr günstige Alternative, handmade, do it yourself. Ab in die Tonne. Apropos do it yourself, den Gurt habe ich mir auch im Segelladen gekauft. Den habe ich mir von der Sattlerei hier richtig vernähen lassen an den beiden Enden. Also das hält bombig. Ist maschinell genäht mit einer richtig guten Maschine. Und habe mir einen, ich glaube von Sandsniper ist es, hier einen Slingergurt oder eine Halterung gekauft, die unter die Kamera geschraubt wird, sodass die Kamera hier immer hin und her rutscht. Viel günstiger, viel leichter als die Black Rabbits oder die Original Sandsniper, die in der Regel ein riesen dickes Schulterpolster haben, was teilweise echt ein bisschen aufträgt oder auch stört. Feine Variante, auch do-it-yourself. Nicht do-it-yourself, aber auch relativ dünn ist der Black Rabbit Cross. Der ist hier mit Gummi versehen, rutscht überhaupt nicht an der Stelle, wo er einmal sitzt, ist längenverstellbar, selbes Prinzip, es bleibt ein Teil an der Kamera. Und der Rest ist entsprechend mit einem Karabiner hier jederzeit auskoppelbar. Das Teil kommt unter die Kamera, das wird eingehängt und verschraubt, damit es auch wirklich sitzt. Und das liegt über der Schulter und so kann man die Kamera schnell an die Hüfte gleiten lassen. Und der Gurt bleibt durch das Gummi sehr, sehr sitzen. Black Rabbit Cross. Feine Geschichte, kostet glaube ich um die 50 Euro, ist er in dem Fall auch wirklich wert. Da hinten steht noch was mit Black Rabbit, die dazu passende Handschlaufe. Auch für große Pfoten, ihr seht es bei mir, geeignet. Selbes Prinzip, das Teil bleibt wieder unter der Kamera.
gibt es, wie gesagt, mit so einem Klapphebel oder auch in der festen Version wie diese und wird mit einer Handschlaufe hier benutzt. Man kann also schnell wechseln zwischen dem Hüftgurt, nicht Hüftgurt, zwischen dem Schultergurt, den ihr eben gesehen habt, und der sehr leichten Handschlaufe. Wer das mag, tolles System, hat was. Und auch in die Kiste. Was haben wir noch? Wir haben hier von 595 Straps. Über diese bin ich über Instagram aufmerksam geworden, denn die haben einen Ledergurt, einen sehr dünnen, sehr weichen, sehr schicken Ledergurt, auch in der ansprechenden Länge, mit einem Schnellverschluss gebaut. Das heißt, Kameras, die jetzt noch einen Schlüsselring dran haben, wie zum Beispiel diese hier, kann man hier ganz schnell einhängen und den Gurt ganz schnell wieder abmachen. Haken an dieser Variante ist, haben die Kollegen leider nicht dran gedacht, das hier ist Metall, nicht unbedingt sehr, sehr entgratet. Das heißt, in der Tasche oder auch an der Schulter kann das schon mal ein bisschen an der Kamera kratzen. Das hätte man besser machen können. Ich weiß, dass es Kollegen gibt, die sich da schon einiges selbst genäht haben. Ich selbst habe übrigens Leder mittlerweile in Meterware auch bei mir liegen und habe vor, die Feiertage zu nutzen, das hier rauszumachen und mir selbst was zu nähen, wo entsprechend ein Lederschutz noch hier drüber geht, der die Kamera an dieser Stelle schützt. 595straps.com findet ihr in Instagram, machen coole Sachen, Lederware, auch mit Schnellverschlüssen. Schaut es euch einfach mal an. Schnellverschlüsse, gutes Thema, bleiben wir vielleicht dabei. Peak Design mit ihren Anchor Packs. Die Anchor Packs sind quasi diese kleinen Teile, die mit dem Stoffteil an der Kamera befestigt werden. Das heißt, dieses Stoffende durch diese Öse oder durch den Schlüsselring durch. An der Kamera verbleibt letztendlich nur dieses Kunststoffteil und eingehängt wird dort dieser Gurt oder auch andere Gurte. Das jetzt ist die längste, aber die schmälste Version finde ich gut, weil ich brauche den Gurt nicht so. Meine Schulter ist an sich schon vom Körper her gut gepolstert. Ich brauche das Polster nicht am Gurt, den gibt es auch gepolsterter. Und man sieht, dieses kleine Knubbelteil wird hier eingehängt und das ist das, was an der Kamera bleibt. Das heißt, das kommt hier an die Kamera dran und man hängt es einfach hier ein. Das System ist bombenfest. Einzigsten Nachteil, den das hat, man hat dieses Kunststoffteil, diese Klipse, hoppala, diese Klipse hat man immer irgendwie in der Hand, wenn das an der Kamera hängt. Damit muss man zurechtkommen. Das System ist genial und diese Klipse gibt es auch einzeln, wie ihr seht. Das hat den Vorteil, dass man nicht unbedingt auf die Peak Design Gurte oder auch auf die Handschlaufe von Peak Design, die es auch gibt, die jetzt mir mit meiner Riesenpranke teilweise ein bisschen eng ist, aber es geht. Beim Rausnehmen ist es immer etwas umständlicher. Das muss man ein bisschen üben, aber es gibt auch eine Handschlaufe dazu. Passend durch diese Einzelteile ist auf jeden Fall, dass man hier auch andere Gurte dran machen kann. Man kann also einen schicken Compagnon-Gurt zum Beispiel nehmen und an die Enden des Compagnon-Gurtes auch dieses System hier dran machen, so dass das hier dran ist und ihr die Peak-Design-Elemente nutzen könnt mit einem schicken Ledergurt, wie ihr es wollt. In diesem Fall der schmale von Compagnon. Geht das System von Peak Design, schaut es euch mal an, bietet sehr viele verschiedene Varianzen, auch Slinggurte und eben auch die ganzen Teile gibt es alle einzeln, wenn ihr da was sucht, wenn ihr euch dort selbst was basteln wollt mit dem Gurt eures Vorlieben oder eures Geschmacks. Peak Design auf jeden Fall ein Blick wert. So, wo machen wir denn dann weiter? Dann haben wir, waren ja schon beim Compagnon Gurt. Compagnon Ledermanufaktur kennt ihr. Ich selbst mag die Taschen wahnsinnig gerne, gerade meine Medium Messenger oder auch meine Weekender Tasche, die aus demselben Leder gemacht sind. Der Gurt wird im Laufe der Zeit, wenn man ihn weich geknutscht hat, wie ich so schön sage, wird er immer bequemer. Es ist Compagnon sehr dezent hier eingeprägt und man kann diesen entweder klassisch, wie er auch geliefert wird, über Schlüsselringe an der Kamera festmachen oder aber man kann auch andere Schnellwechselsysteme hier befestigen. Das ist der Edicam Schnellwechsel. Haken komme ich gleich noch drauf. Der Gurt von Compagnon wird, wenn er euch geliefert wird, ein bisschen arg starr sein. Ich selbst habe ihn einen ganzen Tag lang, indem ich in Telefonkonferenzen gesessen habe, weich geknetet. Das heißt, ich habe ihn den ganzen Tag in die Hand genommen, wie einen Stressball. Zum Glück haben diese Telefonkonferenzen auch genug Potenzial dafür geliefert, so dass der Gurt mittlerweile sehr, sehr anschmiegsam ist und ja, weich geknutscht ist an der Stelle, weil ich ihn wirklich weich geknubbelt habe. Ich mag den sehr, gerade für Systemkameras. Gibt es in Braun und in Schwarz. Ganz ehrlich, ich hätte den Schwarzen bestellen sollen. Der passt viel besser zu den Kameras. Habe mich aber verleiten lassen, weil meine liebe Frau an ihrer Nikon dasselbe Modell in der breiten Fassung hier verwendet. Und das schon seit Jahren, den nicht abnehmbar. Sie hat den fest dran gemacht, so wie er ab Werk von Compagnon geliefert wird. Sie steht da total drauf, sie mag den.
Der ist sehr, sehr lang vom Leder her. Die Stoffteile sind kurz. Wenn sie ausgeliefert werden, sind sie sehr lang. Man kann die Kamera also so tief hängen, dass ein 1,60 Meter Mensch wie meine Frau laufen kann und die Kamera immer noch auf dem Boden hängt. So lang ist der Gurt. Man kann ihn also wirklich an seine Körperlänge anpassen. Und auch das Lederteil ist schön lang. Wer Ledergurte mag, einer der Top 3, Top 4 ist auf jeden Fall der Compagnon Strap. Entweder in der 40 oder, wie ihr ihn eben gesehen habt, in der 20 oder 22 Millimeter Variante. Beide richtig schick. Jetzt muss ich aufpassen, die Kamera darf ich nicht in die gelbe Tonne hauen. So, Leder. Waren wir bei Compagnon? War einer der Top 4. Die Geheimfavoriten in der Top 4 Liste von mir sind die Gurte von Dead Cameras. Da habe ich mir schon mehrere machen lassen mit dem Ricardo. In Portugal kann man auch mailen, das ist ein ganz netter Kerl. Ich habe selbst die Slim-Variante hier jetzt mal dran. Ich habe an der anderen Kamera einen ähnlichen Gurt. Das ist, glaube ich, die Medium-Variante. Die gibt es als Handschlaufe, auch sehr schön, auch groß genug für große Patschehändchen. Wird mit einem Leder geliefert, das nach wenigen Benutzen schon schön weich und bequem ist. Kann ich euch empfehlen, wer die Handschlaufe mag oder wer auch die langen Gurte davon mag. Mit Ricardo mailen auf seiner Webseite deadcameras.com bietet er nur 2 oder 3 verschiedene Längen an. Man kann aber mit ihm mailen und er ist da sehr, sehr flexibel. Ich habe bis zu 1,60 Meter Länge, wie gesagt, ich bin groß und sehr breit, mit ihm schon machen lassen. Und das für relativ kleines Geld. Nagelt mich nicht fest, irgendwas für unter 50 Euro für eine sehr, sehr gute Qualität, die er hier abliefert. Also kann ich euch an der Stelle auch empfehlen. Handschlaufe oder auch Gurte. Nutze ich selbst, seht ihr hier zum Beispiel an der RX10 von Sony, meiner 24-600mm Bridge-Kamera. Mag ich sehr, weil der Gurt auch in der Tasche, obwohl er sehr lang ist, einfach ums Objektiv gewechselt wird und sehr aufgeräumt wirkt an der Stelle. Leder und dünn hatte ich euch schon vorgestellt. Den Oberwert Mosel, auch sehr weich, habe ich jetzt hier an meiner Leica Q. Gehe ich nicht weiter drauf ein, habt ihr im Video von gestern oder vorgestern gesehen oder könnt ihr euch auf meinem Kanal nochmal anschauen. Sehr edler Gurt, auch sehr teuer, muss man dazu sagen, aber extrem gut verarbeitet. Auf jeden Fall auch einer unter den Top 4. Compagnon, Oberwert, deadcameras.com und das wahrscheinliche Highlight, ich möchte mich da nicht festlegen, nachher heißt es, ich wäre von dem einen oder anderen Hersteller gekauft. Die meisten dieser Gurte habe ich tatsächlich sogar selbst gekauft oder zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist auch einer, den ich gekauft habe. Elschleder, kommt von Edicam, ist schon bei mir, ich glaube seit fast 2 Jahren, relativ viel im Einsatz, das weicheste Leder, was es überhaupt gibt. Ich habe hier die Version, ich glaube Fashion 1, mit einem Polster drin. Gurt kostet um die 100 Euro, gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten, in verschiedenen Stärken, in verschiedenen Längen, kann sich jeder selbst aussuchen, auch in verschiedenen Lederfarben, in verschiedenen Stofffarben. Eine feine Sache, es ist der weichste und der bequemste Gurt, das auf jeden Fall. Dafür ist das Leder relativ kurz, das habt ihr bei Compagnon, bei den anderen, die aus Vollleder sind, sowieso gesehen. Hier ist das Lederstück relativ kurz, wahrscheinlich ist Elch deutlich teurer als Rind oder Schwein. Ich glaube, Schweineleder haben wir gar nicht, nur Rinderleder. Das ist auf jeden Fall Leder von Elchen aus Schweden. Das ist das feinste Leder, gibt es gar nichts. Ich frage mich bis heute noch, warum es keine Taschen davon gibt. Die wären ein Riesenrenner. Es gibt auch Handschlaufen davon. Edicam ist wirklich teuer, aber auch jeden Cent wert. Und was Edicam hat, er hat Schnellverschlüsse, wie ich sie bisher von keinem anderen kenne. Diese Schnellverschlüsse können, ich kann es euch mal an meiner A7R zeigen, die können ganz einfach in diese Ösen, die mittlerweile fast alle Kameras haben, eingehängt werden. Die werden in die normale Gurtschlaufe hier eingebunden. Der Gurt wird normal an diesem Teil befestigt. Vielleicht zeige ich es euch an dem hier ohne. Hier wird der Gurt drum gebunden und wir haben hier seitlich einen kleinen Haken, den ich aufmachen kann und einen Captain Hook habe, den ich direkt in die Kamera einhängen kann und zuschieben kann. Ihr habt es vielleicht gehört, es rastet ein, es klackt ein. Das Ganze ist aus Kunststoff, der kratzt nichts an der Kamera. Der war schon 100-mal, vielleicht schon 1000-mal an dieser Kamera dran. Und hier ist der Gurt und ich kann ihn mit einem Handgriff wieder entfernen. Wichtig ist nur, dass man ihn immer wieder zumacht. Das empfiehlt der Eddie von Eddie Cam selbst auch, der Edle Wienen, der Geschäftsführer. Zumachen ist ganz wichtig, damit der Federmechanismus erhalten bleibt. Das heißt, nur zum Öffnen, Aufmachen und direkt wieder zumachen, weil dann bleibt der Federkraft
des Verschlusses da. Ich glaube, die kosten zwei Stück irgendwas um die 20, 24 Euro. Nicht billig, schlagkräftiger Kunststoff, bis zu 2 Kilo Kameras kann man, glaube ich, dranhängen. Ob ich jetzt eine fette Nikon D3 da oder D4, D5 da dranhängen würde, weiß ich nicht. Aber für die Systemkamera, selbst für die, die weit über ein Kilo zusammenwiegt, die A7R mit dem schweren 85er, nutze ich sehr, sehr oft. Habe ich, wie ihr gesehen habt, am Compagnon-Gurt oder auch am Edicam-Gurt selbst. Das ist eine richtig schicke Kombination. Die macht was her, die ist unauffällig, die ist wahnsinnig bequem, trotz des Gewichtes am Hals. Sie rutscht auf der Schulter sehr wenig. Ist ein toller Gurt, auch wenn er relativ teuer ist. Eines der Highlights meiner Top 4 Gurte. Also fassen wir zusammen. Dead Cameras, die günstigsten an der Stelle. Mit dem Leder vom Ricardo an der Stelle hier. Die Oberwert-Mosel-Geschichte, toller Gurt, hochwertig verarbeitet, made in Germany. Ist sonst, glaube ich, keiner. Wobei der Edicam, soweit ich weiß, auch in Deutschland fertigt, aber mit schwedischem Leder von den Elchen. Das ist Nummer 3. Und die Nummer 4 war der Compagnon-Gurt, den ihr vorhin gesehen habt, in der bei mir schmalen Variante, diesen hier. Das sind wirklich meine Highlights. Da habe ich jetzt noch ein bisschen hier was liegen, auch die Kamera von meiner Frau. Die nutzt einen Artisan und Artist Gurt aus Japan, made in Japan. Stoffgurt, extrem weich, mag sie sehr, weil er so labberig ist und trotzdem die Kamera gut schützt. Haben auch die Vorteile Schlüsselring und dahinter gelegtes Leder, wie ihr hier sehen könnt. Das heißt auch hier sehr leise und sehr gut geschützt und der ist sogar längenverstellbar. Diese Gurte nutzt meine Frau mittlerweile an allen ihren Kameras. Und von Artisan und Artist haben wir auch noch den seidenen Gurt. Das ist so ein bisschen unter den Leica-Freaks der beliebteste Gurt, weil er extrem weich und sehr, sehr anschmiegsam ist. Ist, glaube ich, italienische Seide an einem Gurt, der aus Japan kommt. Das Ding kostet auch 150 Euro und ich glaube in der langen Version sogar 200 Euro mittlerweile. Das ist arg frech, aber hier ist der Stoff, die Seide, gut vernäht, stabil vernäht. Trägt in der Tasche kaum auf, habe ich jetzt hier an meiner A6100, an meiner Weitwinkelkamera, weil er halt wirklich ganz, ganz weich und flexibel ist. Gibt es allerdings nur bis 98 cm, das heißt, die Kamera hängt bei größeren Kerlen mit Bauch eher unterm Kinn als vorm Bauch. Das muss man wissen. Da gibt es zwei verschiedene Längen, 94 und 98 cm, soweit ich das weiß. Der Seidengurt von Artisan und Artist aus Japan. Schicke Geschichte. In eine ähnliche Richtung, deutlich günstiger, ist der Gurt von Lens Camera Straps. Findet ihr in Google unter Lens Camera Straps, den ich jetzt hier an meiner Fuji Instax habe, auch mit Schnellverschlüssen, die allerdings weniger mitgedacht haben, denn diese Schnellverschlüsse kann ich nicht zusammenfügen, da sie an beiden Enden dasselbe haben. Aber ich kann, wenn die Kamera auf dem Stativ hängt, mal eben den Gurt abmachen, dass er eben nicht so am Stativ rumwackelt. Auch schöne Stoffgurte, das ist keine Seide, das ist normaler Stoff. Dafür kosten die Gurte, ich glaube, auch nur um die 30 Euro und lassen sich auch in verschiedensten Längen und verschiedensten Farbvarianten ordern. Ein kleiner Geheimtipp, und das ist der letzte, dann sind wir hier zum Sachen Gurtfreak auch durch, ist der Sinktank-Gurt von Sinktank Photo aus USA. Den würde ich auch stressfrei an eine schwere, fette Nikon oder Canon dranhängen. Hält sehr, sehr viel und hier sind, vielleicht seht ihr das im Video, 3 so wellige Streifen eingenäht aus Gummi. Der Gurt ist sehr, sehr weich, trägt nicht groß auf, aber durch diesen Gummi rutscht er euch nicht von der Schulter. Hier würde ich auch ein fettes 70-200 2.8 an der fetten Nikon dranhängen, weil ich weiß, der rutscht mir selbst von der glatten Regenjacke an der Stelle nicht runter. Leder vernäht, sehr flexibel durch die Enden und eben die normale Stoffschlaufe. Das ganze Ding kostet, glaube ich, 29 oder 34 Euro, also für die Gurte, die ihr bisher gesehen habt, eine sehr günstige Variante. Wer auf Stoff in der Farbkombination Schwarz-Blau, und ich glaube, es gibt ihn auch in Schwarz-Grau, steht und nicht so viel für einen Gurt ausgeben will, aber nicht mit dem Standard Canon oder Nikon Gurt durch die Gegend laufen will, macht mit dem Sinktank Gurt keinen Fehler. Also, fassen wir zusammen, Gurte gibt es wie Sand am Meer. Den richtigen zu finden ist genauso schwierig oder einfach wie die richtige Fototasche zu finden. Das müsst ihr ausprobieren, was euch gefällt. Meine Lieblinge sind der Edicam Elch Gurt, sind der schmale Sling Gurt von Dead Cameras, der Oberwert Mosel und der Compagnon. Wenn ich jetzt nochmal bestellen würde, heute für meine Kameras, würde ich wahrscheinlich zwischen den dreien Edicam, Oberwert oder Compagnon wählen, mit einer starken Tendenz zu den Compagnon-Gurten, aber dort die schwarze Variante wählen, wobei der schön zur Tasche passt, aber zu den Kameras passt schwarz eben einfach besser, zumal ich auch eher schwarze als braune Hemden trage.
Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich werde versuchen, die meisten Gurte, die ich euch gezeigt habe, auch nochmal in die Kommentare, in den YouTube-Artikel oder in die YouTube-Kommentare unten einzublenden und werde auch versuchen, das Ganze in dem Blog nochmal ein bisschen zu beschreiben, stichwortartig. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesprochen und es waren nicht zu viele Informationen und ich hoffe natürlich auch, dass ich euch ein bisschen helfen konnte mit den verschiedenen Kameras und den verschiedenen Gurten. Und wie am Anfang erwähnt, ich hoffe, dass meine Mutter dieses Video nicht sieht, sonst werde ich enterbt wegen den vielen Euros, die ich für Kameragurte schon ausgegeben habe. In diesem Sinne, es freut mich, wenn ich euch helfen konnte und ich freue mich, wenn ihr wieder auf meinem YouTube-Kanal landet. Empfehlt mich weiter, sagt es anderen, ein paar Abonnenten könnte ich noch gebrauchen. Hier war euer Jörg, Taschen- und Stativfreak und wie ihr seht, auch ein Gurtfreak. Ich danke euch, ihr Lieben.